So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Clancy's Erben mit The Division von 2016. Die Luft ist hier etwas bleihaltiger und auch napalmhaltiger, weil die Cleaner hier die gewütet haben wie die Irren und es noch immer tun. Wir haben uns ein paar Echos in den letzten Folgen angesehen, wo sie selbst Leute. Meinst du jetzt mich oder andere? Ach da. Ich sehe sie schon. Und selbst Leute mit Asthma-Spray getötet haben. Und mir fällt gerade auf, bei dem Spiel von 2016 fahren hier auch noch gar nicht so viele Riesenautos rum, wie diese ganze SUV-Macke, die es neulich gibt. We're getting reports of a cache of medical supplies at a parking lot on West 21st. I need someone to recover those meds. Missing supply crate located. Jetzt hänge ich hier. Oh Mann, dieses Deckungssystem ist auch nicht immer das perfekte. Es ist aber mutig, Killen. Find internal supplies. Achso, eine Mission ist das, okay. Was? Wie? Wo? Wer? Noch mehr? Ach. Das ist natürlich wieder herrlich unübersichtlich hier. Ja, das war ein SMG, oder? Ich finde einfach keine Waffen, die mir gefallen. Okay. Schauen wir mal. Wohin müssen wir den überhaupt zurückbringen? Da sind die zwei Kisten. Also hier wahrscheinlich, ne? Eine. Oh Mann. Also. Hier wurde er wirklich ganz schön gewütet, ey. Ah. Steck doch mal Kopf raus hier, Junge. Morning. Hostile forces approaching. Da ruft mich einer an. Ja, die Frage ist, woher kommen sie jetzt, ne? Kommen sie von da hinten irgendwo raus oder so? So, jetzt geht mal ein bisschen Deckung kleiner. Oh, sag mal, die übertreiben es aber hier auch jetzt echt eng. Okay, ich gehe mal schneller. Ja, ihr, euch gehört dieser Ort. Ah, okay. Oh. Am meisten hasse ich die Granatwerfer hier, Jungs. So. Das ist aber auch. In der Zwischenzeit kann man das Telefon annehmen. Wo ist es denn jetzt? Ach da. Coast Guard just caught Hales with 50 kilos of coke, paddling up the East River in a military surplus Zodiac. Engine failure. You shitting me? No, ma'am. Then where are the fireworks? I want to hear some Cristal corks popping. When we locked her up, she just wouldn't stop grinning. I asked her if she was happy to be home, and she spat in my face. Said, yeah, because now I get to take you all down with me. You think she's infected? I'm at the hospital right now. Okay. Sie haben eine riesen Kokslieferung gefunden. Und als sie sie verhaftet haben, hat sie sich gefreut, mit breiten Grinsen gesagt, dass man jetzt hier infiziert sei. Wie schön. Die Niedertracht in Person, wie mir scheint. Okay, das ist schon mal der erste Koffer. Keine Ahnung, warum der ausgerechnet hier rein muss. Und warum ihn niemand anders wieder rausnehmen kann. Aber, Morning. Hostile forces approaching. Oh, aber das haben wir bei manchen anderen Missionen ja auch schon gedacht. Hier, park mal da. Was sind sie denn jetzt? Was hat er denn bekommen? Okay. Oh, mein Helferlein ist so super. Morning. Hostile forces approaching. Oh Mann, ey.
Zum Beispiel auch bei diesen Missionen, wo man Knöpfe drücken soll für irgendwelche Stromnetze und sich fragt, wieso machen die das nicht hinterher einfach wieder aus, die Gangster. Gut, dass ich den mit der Granate gleich erwischt habe. Oh, was war das? Warning, hostile forces approaching. Mann, das kann doch nicht euer verdammtes... Wie soll ich denn das jemals tragen, der Scheiß da? Da merkt man halt echt, dass es eigentlich als Multiplayer Koop gedacht ist. Kannst auch nicht belieben, ehrlich gesagt. So, können wir das jetzt vielleicht mal... Ach Mensch, kommt aus der Deckung raus. Dieses Lösen von der Deckung läuft nicht gerade smooth, muss ich zugeben. Oh, bei dem ganzen Gekämpfe habe ich übersehen, dass sie hier auch sogar die Leute gestapelt haben. Du meine Güte. Mit der Asche nach zu urteilen, waren das nicht die Ersten. Gut, dass wir denen bereits das Handwerk gelegt haben. Zumindest ihrem Chef. Nichts mehr mit Napalmfabrik. Okay. Gut. Thanks. We've got some folks back here who need those meds bad. At your service. So, können wir mal gucken, was wir jetzt hier für 880. Ja, wir müssen mal über die 1000 kommen langsam, ne? Mit diesen. Oh, da kommen die schon wieder. Das gibt's ja nicht. Kämpfen die sich jetzt wenigstens gegenseitig oder was? Was ist denn das jetzt hier, ey? Schön im Dunkeln leuchten, Junge. Ich weiß, ich habe nur immer Angst, dass sie auch gleich wieder von hinten kommen. Es ist so unübersichtlich, diese Stadt. Zeig her deine Füßchen. Oh, ich krieg jedes Mal einen Schreck, wenn dieser blöde Turret drauf geht. Oh nein, ich bin ja auch so dumm. Ja, lass uns doch selbst mal irgendwie so eine Verstörungsgranate aussetzen. Oh! Was haben wir da? Achso, ist das jetzt aufs Dach gefallen oder was? Ah, okay. Okay. Auch hier interessante Werbung der Seuchenbehörde. Eine einzige Handwäsche oder Händewaschen macht einen Unterschied. Gegen Grippe, Adenovirus, MRSA. Ja, es gibt schon ganz schön viel, was uns Menschen umbringen will. So, wie müssen wir denn jetzt da oben hinkommen? Wahrscheinlich durch oder drüber oder so. Ich weiß nicht, nicht alle wirken thankful, ehrlich gesagt. Oh, ich habe doch was da drin gehört. Oder ist das das Echo meiner Waffe? Meine Schritte. Ach, da hat man auch reingekonnt. Okay. Dann ist das ja gar nicht so geheimnisvoll, wie ich dachte. Gut, wir müssen irgendwie aufs Dach hoch. Oder ist hier noch was drin? Hier hat aber einer noch einen schönen Gasgrill hingestellt. Also ich mag wirklich, wie dieses Spiel
die Umgebung inszeniert. Unfassbar, mit wie viel Liebe und überlegten Positionierungen von allem das aufgebaut wird hier. Das sieht auch noch nach einem Schlachtfeld aus. Was ist das, der Union Square oder was? Nee. Wie heißt denn das da? Madison Square Park. Ah, okay. Okay, okay. Achso, das ist aber auch schon das nächste Gebiet. Flatiron District. Ah, hier ist das Flatiron Gebäude, ne? Dies hier. Dann müssten wir das da jetzt eigentlich genau vor uns haben. Das hier. Ah, ja. Immer wieder merkwürdig, finde ich. Auch in so Watch Dogs Titeln, diese nachgebauten, abstrakten Städte, die man aber doch irgendwie wiedererkennt. Da ist eine Drohne. Massengräber. Okay. Schauen wir doch mal. Massengräber. Okay. Die zahllosen Todesfälle in der Stadt zwangen die JTF Makeshift, also vorübergehende, würde ich mal sagen. Korrigiert mich gerne, wenn es falsch übersetzt ist. Makeshift Mass Graves, also Massengräber, vorübergehende anzulegen. Dieses Bild zeigt JTF-Personal, Mitarbeitende, die in einem Park Menschen, ja, zuletzt in Ruhebetten oder vorübergehende Ruhe. Achso, warte mal. Und dann hast du das hier gefunden. Aber das hatten wir auch schon. Hey, check this shit out. Held up a guy that... Ah ja, okay, das hatten wir schon. Ah, ich höre wieder ein Flugzeug. Ist aber interessant, dass das alles noch funktioniert, aber die Stadt trotzdem aufgegeben wurde. Bei fremden Städten ist das US-Militär nicht unbedingt so zimperlich. Immerhin setzen sich hier mehrere bewaffnete Gruppen zur Wehr. Aber es sind hier nicht gerade aus dem Fallujah oder so. Die US-Armee buchstäblich durch Gebäude gefahren ist auf der Suche nach vermeintlichen Aufständischen. Okay. Das war das. Oh, guck mal, hier hinten ist natürlich auch wieder ein Incident Report jetzt aufgetaucht. Wieso taucht der jetzt auf? Wir sind doch da lang gelaufen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Und hier vorne auch wieder. Naja, wahrscheinlich, weil wir die Mission erledigt haben, ne? Gut. Da würde ich dann... Ah, dann laufen wir doch nochmal so einen Bogen. Ich will ja die Belege nicht immer wieder suchen müssen hier. Wir wollen ja ein paar Informationen zusammentragen. Das ist aber ärgerlich. Dass man da auch so eine geringe Ordnungsreichweite hat. Vielleicht kann man da aber auch im Hauptgebäude, in unserer Zentrale nochmal irgendwie was freischalten, dass wir diese Sachen gleich sehen, wenn wir vorbeilatschen. Das ist so cool gemacht, oder? Mit den Lichtverhältnissen. Oh. Wir haben den Flatiron District. Ja, Per fortuna che c'eri tu. Non so come avrei fatto. Dass man so gezielt so Sehenswürdigkeiten einbaut, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen leichtsinnig, jetzt hier rauszurennen, aber... Achso, guck mal einer an, seht ihr? Jetzt drehen sich natürlich in die falsche Richtung. Ja, bleibt mir schon dahin. Okay, jetzt habe ich natürlich mit der ganz großen Glocke auf mich aufmerksam gemacht. Das ist vielleicht auch nicht so das Klügste gewesen. Aber hier seht ihr, Flatiron Building.
die Sehenswürdigkeit. Zumindest schon mal. Und da vorne der Madison Square Park. Hier patrouilliert bestimmt auch irgend so ein fieser Mob durch die Gegend. Der Platz kommt mir nicht ganz sauber vor. Ach, guck mal, hier hinter uns ist auch schon so ein Phone Recording. Das ist allerdings unterirdisch. Na toll. Ah, das holen wir uns später. Das wird sonst alles zu unordentlich. Okay, dann versuchen wir es mal hier durch. Sehe schon wieder, da hinten kommen sie schon wieder. Mann. Die Gegnervielfalt ist dann halt aber auch begrenzt, finde ich. Immerhin, durchs Glas geht auch. Die Bushaltestelle muss ja fies gewesen sein. Okay. Sehr schöner Ort, aber wir müssen ein bisschen Informationen noch aufsammeln. Aber da kommen wir noch hin. Na. Achtung. Auseinander. Hey, what's going on? Меня целишь, Steph! Меня не надо! Was auch immer ihr sagt. Oh oh. Nicht, dass einer von euch reinlatscht, jetzt hier gleich. Mist, ich seh's nicht. Ah, da. Was für eine fiese Sauerei. So was hier in die Landschaft zu stellen. Rattengesichter, ey. Ach, das ist hier das Levelgelände, ne? Da kommen wir gar nicht durch. Okay, dann vielleicht hier lang. Ach so. Klar, Echo. Dass man sich nicht wenigstens den Hund anlachen kann, das ist sehr schön. Regelmäßig füttern, ab und zu mal streicheln. Da denn? Scheiße. Was ist das denn hier? Für ein Auflauf. Oh, oh. Na komm. Mann, ey. Oh, hier wird aber viel Blaues gedroppt. Okay, ich wollte aber eigentlich hier hinten das Dossier finden. Und eigentlich auch mal irgendwann wieder. Ah, hier. Hey, take your stuff. We're going to the garden. What? I thought that place was locked down. Not anymore. GTS pulling out. Everybody's getting together and we're gonna take the place over. So pack your shit, man. You don't want to get left behind. Oh, holy shit, is this for real? Oh, hell yeah. And you better sack up this time. I can't cover for you if you won't pull the trigger. Not again. All right. And that goes for anyone who gives you trouble. Cops, GTF, civilians, anyone. They get in your way, they're gone. Oops. Okay, die beiden wollen sich zum Flatiron Building da in den Park bewegen, weil sich da die Rioter treffen, weil die GTF abzieht unter dem Widerstand der Bevölkerung hier. Ja?
Ist auch echt die Frage, wie realistisch so ein Szenario ist, ne? Dass man sich zeitweilig zurückziehen muss. Finde ich schwer zu beurteilen. Hier geht die Krise ja nicht nur ein paar Wochen, sondern halt wirklich lebensbedrohlich Monate und die Leute werden in Distrikten der Stadt eingemauert teilweise. Also die Dark Zone ist ja quasi eine Einmauerung, so wie es in Shanghai oder in anderen Städten halt auch in China war. Man sieht ihn aber nicht, man hört ihn immer nur, den Jet. Der macht mich nervös. Wer Resident Evil kennt, rechnet vielleicht mit Napalm oder so. Warum mir eine Shotgun? Nee, hier sind noch andere Leute. Aber hier in diesen Straßen sind die Durchgänge zu den Hinterhöfen halt auch sehr selten, finde ich. Ach, hier ist auch wieder keiner. Das gefällt mir ja nicht so, ehrlich gesagt. Das klingt aber eher nach Klimaanlage, oder? Guck, was da oben ist. Hier ist jedenfalls wieder. I can't do this anymore. Bliss is completely out of control. He's got us executing civilians, and when Sergeant Alvarez refused, they shot him for treason. We need someone on the inside. I'm not killing another civilian. You shoot one civilian, we save 1,000. We're counting on you. You're beginning to sound just like him. Just carry out the mission. That's an order. Okay. Die JTF hat sich dann auch angefangen, in Mitteln zu vergreifen. Und angefangen, einzelne Zivilisten hinzurichten, um an Informationen zu kommen. Und undercover mit in den anderen Gangstergruppen da zu sein, reizend. Wirklich reizend. So, hier ist doch irgendwo ein Dossier. Ich sehe es doch auf der Map. Was heißt. Oh. Sie sagt verzweifelt, das will sie nicht mehr. What the hell happened out there? The whole city's gone nuts. Thought I had this group of kids locked down, pulled up behind them and put the gun right in their faces. But instead of handing everything over, they frickin' drew on me. I almost got away, but then this other kid jumps down from a fire escape and hits me in the face with a bat. Yeah, I think you lost some teeth. Unbelievable. How are we supposed to make it when even kids go around with guns and baseball bats? What kind of sick world are we living in? Okay, ein Rioter beschwert sich darüber, dass Kinder ihn verprügelt haben, mit einem Baseballschläger im Zahn ausgeschlagen haben. Wie weit ist die Verrohung fortgeschritten, wenn man nicht mal mehr ordentlich rioten kann? Sehr seltsam. Okay, da hinten sind schon wieder so eine Clowns. Wie sieht das hier aus? Wir müssen da sind wir doch. Das ist doch so, sowas ist doch wirklich albern. Ich meine, wir sind doch 10 Meter davon entfernt gelaufen. Das sind so Momente, wo ich das nicht mehr ganz so gut finde, dann Design finde, dass man die Sachen erst hinterher sieht, um dann nochmal durchs ganze Gebiet zu laufen. Aber das verschafft uns die Gelegenheit, oben, oberhalb hier von dem Missionsgebiet durchzulaufen. Aber es wird hier schon wieder geballert, wie irre. Oh Mann. Man da seitlich durch gleich, ja, ne? Stimmt. Die Reichweite ist aber wirklich begrenzt von dem. Oh, 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 was war das? Oh. Die JTF-Force da ausgeschaltet oder was? Aber es erklärt natürlich dieses Tondokument, was wir da gefunden haben, warum die Leute nachher auf die JTF nicht mehr so gut zu sprechen waren, ne? Oh, jetzt guck mal wieder. Ja gut, das geht anderen Leuten auch so. 6 years of college und dann das. Ich wollte die Waffe kommen. Ne, alles ne. Oh, das ist aber. Oh.
Wie kommt es zu diesem 15.000er Wert dann? Und aus diesen 20.000er, woraus errechnet er sich dann? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Die Taschen sind noch nicht ganz voll. Ich kann euch das noch ersparen, wieder im Inventar rumzuwühlen. Aber lass uns mal gucken, dass wir hier durchkommen irgendwie. Aber hier sind wir doch buchstäblich durchgelaufen. Wie konnten wir das Handy übersehen? Andererseits habe ich ja auch die eine Virenkiste da übersehen. Wieder unterirdisch. Please ensure all personal belongings are clearly labeled prior to decontamination. I owe you everything. The JTF is not responsible for items lost during the decontamination. Es ist wirklich cool, dass man so in diese ganzen Wohnungen da oben reingucken kann. Das sind zwar oft dieselben Leute, aber. Könnten wir jetzt vielleicht mal zu diesem Handy kommen? Das ist ja ein bisschen übertrieben, dieses Gesuche, finde ich. Zigaretten frisch und ungeöffnet. Ach, da. Mir war so, als wären wir schon mal gewesen. Mom, Jake says he's going to eat Raymond. He says there's no food in the stores. That's crazy talk. And that they eat guinea pigs in Mexico. All the time. Honey. Calm down. No one's eaten Raymond. Now put Jake on the phone. Hello? Jake, be nice to your sister. I said she could have half. I mean it. Fine. But don't blame me if she starves. Okay. Er macht sich Sorgen, dass seine Schwester nicht genug zu essen hat und er auch nicht. Und deswegen wollen sie das Meerschweinchen schlachten. Ist aber auch eine begrenzt vorausschauende Art der Ernährung, ehrlich gesagt. Ach, da hinten ist noch so ein Täschchen. Ach, kann auch wieder nicht aufnehmen. So, wo sind denn unsere Nächsten? Da hinten geht's lang. Okay. Immerhin patrouillieren sie alle wieder. Jo. Sowas wäre zum Beispiel auch cool, wenn die halt mehr Tipps über die Leute in der Umgebung und was so Ereignisse waren raushauen würden, als immer so pseudopatriotische Bestärkungssprüche bzw. Beschwerden. Also machen sie ja auch oft. Hier kommt man nirgendwo durch, das ist doch Unsinn. Let's dance. Mhm, ich wusste es. Natürlich. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Lauf heraus ist das mit dieser Streuung der Waffe halt auch echt ein Problem, finde ich. Na toll, danke für eure Hilfe, Jungs da hinten. Oh, was war das denn? Eine Performance-Mod. Sticky Bomb Damage. Das ist alles so speziell, dass es nachher alles nutzlos ist. Ist halt echt ärgerlich. Oh, viele Gegenstände können wir nicht mehr aufnehmen. Und dann muss ich erstmal wieder ausmisten ein bisschen. Und
hier ist es auch so, dass man immer denkt, hier müssten doch irgendwelche Ereignisse sein, mal so ein Echo oder so, aber ich nichts. Readings indicate an echo nearby. Okay, das war aber nicht vorhergesehen so. Ach, das kennen wir aber schon, oder? Das Echo kennen wir, glaube ich, schon, oder? It's an evacuation order, sir. You remain here at your own risk. We worked our asses off for you and you're leaving? Sir, you need to move. Get your hands off me. Okay. Ja, offensichtlich waren Leute nicht so begeistert davon, dass die ihre Posten verlassen und damit alle allein lassen. Schön Wasser. Und ja, wurden handgreiflich und dann wurde schnell zur Waffe gegriffen. Ich frage mich das ein bisschen, ob das speziell USA ist, dieses schnell zur Waffe greifen. Ob das unter europäischen Bedingungen halt genauso wäre, aber in so einer Notlage wage ich mir da kein Urteil anzumaßen. Der Trigger sitzt dann natürlich echt in den USA ein bisschen lockerer, ne? Weil sie ja auch jeder sich überall Waffen besorgen kann. Kein Wunder, dass Sicherheitsdienste da schneller zuschlagen. Mal gucken, was wir hier oben raufkommen. Wa? Oh, was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt bin ich gefangen. So, komme ich da jetzt rauf? Nee. Ach, kommt. Komme ich auch nicht wieder runter? Was ist denn das? So. Was haben wir denn hier für eine Ecke? Das nehmen wir doch mit und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Schauen wir mal. John, where are you? We're right at the gate. The National Guard haven't let anyone through in like half an hour. People are fighting with the guard. Shit! Someone just threw a brick. This is getting ugly. Where are you? We're about a mile behind you. Nothing's moving. People are leaving their cars and walking. Hey, what's happening? John, they shot someone. Linda, get down. They... Ah! John! John! Hello? Okay. Das muss gewesen sein, als sie den Lincoln Tunnel und sowas geschlossen haben. Da haben wir auch schon gekämpft, relativ früh in einer Folge. Und die Mauern, sozusagen Flutschutztore und sowas dicht gemacht wurden. Die Leute einfach ausstiegen, ihr Auto stehen liegen und dann gegen diese Sicherheitsmauern angerannt sind. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser managen müssen dann. Aber gut, so ist das eben dann in so einer Paniksituation. Okay, dann haben wir hier... Ach, das meinte ich mit dem Encounter im Madison Square Park. Da ist doch bestimmt irgendwas. Gut, dann sollten wir vielleicht erstmal hier dann entlang der Mauer Richtung Safe House gleich gehen. Und das können wir dann ja in der nächsten Folge machen. Jetzt holen wir uns erstmal das nächste Telefon. Ja, danke euch sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Erkundung von The Division von Manhattan in der Pandemie. Bleibt schön neugierig, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.